Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Sins Grand Cross. Wie ihr seht, sind wir hier in der PvP-Arena. Dann wir machen ein bisschen PvP und zwar mit dem meiner Meinung nach besten Counter-Team gegen The One. Klar gibt es noch die Möglichkeit hier zum Beispiel die grüne Kämpferin Diane zu spielen. Das Problem, was ich in ihr sehe, ist, wenn man gegen andere Teams wie Zariel und Lost Vayne oder sowas läuft, hat man mit der grünen Diane so, ja, es geht so Erfolg. Auch gerade das Haltung abbrechen von Göttin Elisabeth ist bei Diane ein Problem. Deswegen ist das hier meiner Meinung nach das beste Team, was man gegen The One spielen kann. Und ich dachte, wir probieren das Ganze mal aus. Wir essen hier Verteidigungsessen, denn dieses Team ist darauf ausgelegt, möglichst tanky zu sein. Deswegen haben wir Gilfan da hinten drin stehen für 30% verteidigungsbezogene Werte mehr. Haben dann dadurch, dass wir Tamiel das Arc-Shield haben und bei Esther Rossa den Counter, meistens Debuff-Immunität. Das heißt, wenn der Gegner einen grünen Gauf hat, kann er unsere Ulti nicht so gut unter Kontrolle halten. Und da würde ich sagen, reden wir gar nicht lange und gehen ins erste Match. So, im ersten Match angekommen. Wir bekommen ein Wink King Team als Gegner. Lustig, okay, das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich denke mal hier für die Ult-Kontrolle und hauen uns hier einmal das Arc-Shield rein. Ausweichenessen drin. Ja, Ausweichenessen, seitdem The One am Start ist, ist auf jeden Fall sehr beliebt. Einfach aus dem Grund, wenn man The One spielt, ist man meistens dazu geneigt, direkt mit einem Rank-Up und mit zwei Escanor-Fähigkeiten irgendeine Unit wegzuhauen. Und um das zu verhindern, spielen die meisten Leute zur Zeit mit Ausweichenessen. Aber wie wir sehen, wir bekommen hier so gut wie gar keinen Schaden. Ich würde sagen, wir hauen hier den Counter rein, tun einmal die Ult reduzieren und ich würde sagen, verschieben hier einmal, damit wir für die nächste Runde eine goldene haben. Das sollte sehr guten Schaden machen, gerade gegen den Wind King. Aber selbst wie ihr seht, selbst Tamiel haut mit seiner Zweierfähigkeit hier ordentlich rein. Okay, anscheinend hat er Haltung abbrechen mit Göttin Ellie am Start. Aber Stun kann er uns auf keinen Fall. Gucken, greift er mit Demon Hendrickson wirklich an? Ja, das tut er. Wir wollen eigentlich nur die Ulti vom Wing King nicht abbekommen. Ich denke mal, die Demon Hendrickson Ulti können wir vertragen mit dem Arc Shield. Aber interessant, mal gegen den Winged King Team zu spielen. Sehe ich tatsächlich äußerst selten, wobei mir in den letzten drei Tagen schon mal, glaube ich, eins unter die Augen gekommen ist, gerade auch mit dem Team. Problem ist, er hat keinerlei Ult Reduce. Ja, Damage gleich Zero. Ja, ich glaube, ihm sollte hier bewusst werden, dass er überhaupt keine Chance hat, uns hier zu killen. Ich denke mal, wir reducen, hauen ihm dann einmal den Revive rein und killen ihn. Hier kommt der Revive und dort kommt der Kill. Gegner hat das Match aufgegeben, würde ich sagen, nächstes Match. So, im zweiten Match angekommen, mal gucken, was uns hier erwartet. Hoffentlich ein The One Escanor Team. Wir haben ein The One Escanor Team, nice. Sogar mit mehr CC als wir.
Mal schauen, was er hier die erste Runde probiert. Geht wahrscheinlich auf Rank Up, auf Escanor und haut zwei Fähigkeiten rein. Tatsächlich sogar eine goldene, eine silberne. Das könnte tatsächlich langen. Na, es wird nicht ganz lang, um uns zu killen. Nee. So, ich denke mal, es ist tatsächlich. Ja, wir müssen hier die Ulti unter Kontrolle halten. Gehen hier erstmal nur mit einem Arc Shield Stufe 2 rein. Einfach dafür, um zu sorgen, dass unser Estarossa hier nicht stirbt. Das ist nice, das ist nice. Mal gucken, was er jetzt macht. Er versucht weiter wahrscheinlich Esther Rosser hier zu killen. Mal gucken, wie viel Escanor-Fähigkeiten er jetzt hier auf die Hand bekommen hat. Ja, das macht leider Zero Damage bei uns. Ich denke mal, wir hauen uns hier den Counter rein und. Könnten uns halt hier schon die Ulti holen. Aber ich will mir die Ult-Reduce aufheben, weil ab nächste Runde hat Escanor Debuff-Immunität. Und da wollen wir natürlich nicht reinlaufen, wenn wir hier keine. Ach, wir hätten sogar einen Ult-Reduce noch auf die Hand bekommen. Hoffentlich greift er an. Und verschiebt hier nicht nur die Karten. Denn in diesem Fall bekommen wir mehr HP zurück, als er uns mit einem Angriff zieht. Aber er könnte hier die Haltung entfernen mit Ellie. Macht er auch. Okay, ja, wir haben Debuff-Immunität, Elisabeth. Das bringt ihr hier gar nichts. Ja, gehen hier auf Gotha, hauen uns das Arc Shield Stufe 3 rein. Und müssen uns mal langsam ein bisschen Lifesteal wegholen. Sehen, wir machen hier ordentlich Damage an The One. Schön ist, Ellie hat eben zweimal ihren Stun auf Estarossa gehauen. Also es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass sie sich hier die Haltung von Tamiel entfernen kann. Wie ihr seht, Escanor macht hier einfach Zero Damage und er gibt das Match auf, würde ich sagen. Nächstes Match. So, nächstes Match angekommen. Mal gucken. Wieder ein The One Team. Wieder mit mehr CC als wir. Aber ich denke mal, das sollte für uns kein Problem sein. Ihr seht, dieses Team ist auf jeden Fall sehr gut. Es ist für mich zurzeit sogar eins der besten Teams überhaupt. Ich denke, es ist einfach nur underrated, weil man kann damit sogar gegen ein Lost Vein Zariel Team, man kann dagegen gewinnen mit diesem Team. Und vor allem, man ist gegen The One so gut aufgestellt. Macht hier wieder den ersten Move. Ah, geht nur auf Escanor, okay. Okay. Wir hauen wie immer den Ult-Reduce rein. Und das Arc-Shield für zwei Runden. Tamil bekommt dadurch natürlich direkt auch die Pumpkin Bomb von Gopher weg.
Das ist nice, das ist nice. Ich würde sagen, wir gehen hier sogar auf maximale Card Rotation. Man kann uns nämlich die Tamiel-Ult nicht wegnehmen. Und eventuell schaffen wir es vor der Ulti noch, den Revive zu triggern bei Escanor. Ja, Haltung kannst du wegnehmen, aber Schaden kannst du hier keinen machen. So, ich würde sagen, das dürfte reichen, um den Revive zu triggern. Und das dürfte fast das ganze Team auslöschen. Perfekt. Das Team ist einfach so gut gegen The One. Einfach überhaupt keine Chance hier. Und wieder aufgegeben, ich würde sagen, wir machen noch ein Match. So, im nächsten Match ankommen. Ich hoffe, es ist wieder ein The One Team. Das wäre einfach so gut. Nein, ein Ludusiel Blue Zeltris Team, denke ich mal. Tatsächlich. Ich würde sagen, Ult Reduce, Upgrade Arc Shield, damit wir hier... Und keiner unserer Leute ist in die Passive von Ludusiel reingelaufen. Das ist sehr gut. Das ist ein safer Win, würde ich sagen. Das Team funktioniert genauso gut natürlich im Geared PvP. Das Problem ist, dass ich nicht für alle Charaktere... Ich habe für Guild Thunder kein UR-Gear und das geht natürlich auf die Kampfklasse. Aber ich kann dazu sagen, ich habe jemanden in meiner Ritterschaft, der regelmäßig auch in den Top 100 in der PvP mitspielt. Und der spielt dieses Team und er spielt Tamiel tatsächlich mit Triple UR Gear. Was ich sehr interessant finde. Ich meine Triple Def Gear, also nicht Triple UR, sondern Triple Def natürlich auf UR. Und mit Verteidigungsessen. Und dann hat sein Tamiel einfach mal locker flockig 18.000 Verteidigung. Bevor er ins Match eintritt, dann hat der Guild Thunder hinten drin stehen. Das heißt, wenn Guild Thunder seine 30% verteidigungsbezogenen Werte oben drauf klatscht, kommt er irgendwo bei 23.000 Verteidigung raus. Das ist natürlich mega. Mein Tamiel hat dagegen leider nur ein HP-Dev-Set. Ist das ein Bot? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich würde sagen, den killen wir. Und den killen wir. So, jetzt haben wir nur noch ja, Deathpierce und Gother. Natürlich, wenn man Zeldris in einem Crit-Schaden-Team mit Ludusiel spielt, es bietet sich natürlich an, Deathpierce hinten reinzustellen, um höhere Crits rauszuhauen. Ult Reduce, Kill. Egal, wenn er angreift, kriegt er die Ulti um die Ohren, wenn nicht... Dann kill ich ihn die nächste Runde. Nice. Hier auf Tamiel, zwei goldene sollten easy ausreichen. Würde ich sagen, nächstes Match. So, dann kommen wir zum letzten Match mit diesem Team. Dürfte jetzt, glaube ich, auch das fünfte sein. I'm the one team. Nice. Wieder mehr CC. Ich glaube, gegen den haben wir eben gerade erst gekämpft.
Schon wieder eine goldene und eine silberne. Oh, er greift nur einmal an. Oh, diesmal ist er schlauer, geht auf Tamiel. Gut ist, dass wir hier schön... So, wir gehen trotzdem auf Pumpkin Bombs und aufs Arc Shield. Schild kommen wir nicht durch, nee. Aber ist nicht schlimm, wir können ja die Ult trotzdem noch mit Tamiel reduzieren. Das heißt, wir sind hier gar nicht so auf Gophers Pumpkin Bombs angewiesen. Zero Schaden. So, ich würde sagen, wir gehen hier auf den Counter und greifen schon einmal hier The One an. Dadurch, dass er Tamiel jetzt nicht angegriffen hat, bekommen wir natürlich, Tamiel heilt sich schön selbst wieder voll. Gucken, ob er hier beide Ultis voll macht von Ellie und tut uns hier leider den Counter rausnehmen. Schade. Greift er jetzt trotzdem mit The One an. Ja, aber Schaden ist natürlich wieder nicht so der Wahnsinn, den er raushaut. Jetzt sagen wir, reduzieren die Ult, hauen uns einen Counter rein und das Arc-Shield, damit wir einfach möglichst wenig Damage hier abbekommen. Ich hätte zwar gerne jetzt angegriffen, aber ich denke mal, das war der intelligentere Move. Vor allem kann er uns die Ulti nicht reduzieren. Haut hier mit Ellie rein. Okay, geht auf Esterossa, muss ich nicht verstehen. Haut uns hier das Arc-Shield weg. Ja. Kann er tun. Ich denke mal so und... So, wir sind halt jetzt ohne Arc Shield, das heißt, wir haben jetzt gleich erstmal ein dickes Problem, bekommen nämlich ordentlich Damage, aber ich denke mal, es reicht nicht, um uns zu killen. Revive war schon getriggert, perfekt. Jetzt hat er nur noch The One auf dem Feld, aber er hat eine goldene The One Karte. Ich denke mal aber nicht, dass es reicht, um hier irgendeinen Charakter auf dem Feld zu killen. Schauen, was er hier macht. Goldener auf Tamiel gehe ich mal von aus. Aber der Damage reicht leider nicht aus, um uns hier zu killen. Heilen uns jetzt natürlich hier gut wieder weg. Schöne ist, wir tun jetzt... Ah, Gegner hat das Match aufgegeben. Okay. Ja, wie ihr seht, das Team funktioniert sehr, sehr gut gegen The One. Ist eigentlich fast ein sicherer Sieg. Na klar, kann es in manchen Situationen, wenn man eine sehr schlechte Kartrotation hat, natürlich dazu kommen, dass man hier mit diesem Team verliert. Aber ich muss sagen, in der Regel, ja, wie ihr seht, ich habe jetzt 10 Matches, seitdem ich dieses Team spiele, mit dem Team gespielt. Ich habe jedes Match gewonnen. Das liegt auch einfach daran, weil dieses Team so unglaublich schwer down zu bekommen ist. Selbst wenn man Zariel und Lost Vayne noch spielt, die alte Meta, ist das Team einfach sau schwer down zu bekommen. Und ich denke mal,
das ist die bessere Alternative als zur grünen Diane, denn die kann man noch kontern. Dieses Team hier zu kontern ist relativ schwierig und man läuft sehr selten in den Counter rein. Also meiner Meinung nach ist das beste Team, was ihr gegen The One zurzeit aufstellen könnt. Wenn ihr natürlich kein Tamiel habt zum Beispiel, dann geht ihr natürlich versucht, ein Team aus der grünen Diane zu bilden. Der Vorteil bei der grünen Diane ist natürlich, dass ihr ein Team bilden könnt, wo ihr trotzdem The One spielt, wenn ihr ihn gerade neu habt und ihn spielen wollt. Und da würde ich sagen, sollte es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.